So, hier ist. Sag mal. Was hält denn das Ding aus? Und überhaupt, wo ist denn das Teil? Da. So, 1 von 4. Sehr gut. Dann Münzversteck. Nehmen wir das mal an uns. Achso, das liegt da unten. Gut, dann gehen wir mal schnell hin. Schön, dass wir wenigstens auch das exotische Tier entdeckt haben. Das heißt, erstmal genauer hinhören, wo jetzt hier noch was sein könnte. An diesen Dingern. Die Sache ist nur, was habe ich denn hier oben alles? Liegt da oben noch was Interessantes? Das ist die Frage. Klettern wir mal hieran hinauf, um hier mehr zu wissen, um schlauer zu sein letztendlich. Ein paar Pfeile. Dann können wir das hier bestimmt durchtrennen. Yay, da haben wir zumindest schon mal 75% dessen abgeschlossen. Was schon mal sehr gut ist. Ansonsten hat man hier auch einige Wege. Gut, warte mal. Das nächste ist... Ach, da drüben fliegen welche rum. Also erstmal geradeaus irgendwie hier versuchen lang zu kommen. Um diese abzuschießen. Aber die sollen ja nicht alles kartografieren. Das geht ja mal gar nicht. Da versuche ich es ganz einfach mal mit der Pistole. So, wo könnte jetzt dieses Ding sein? Das muss ja hier laut Karte in der Nähe sein. Irgendwo geradeaus. Ja, irgendwo geradeaus. Ach, da! Sag mal, was halten die denn aus? Gut. Zumindest das zweite Ding haben wir jetzt schon mal erledigt. Sehr schön. Jetzt gucken wir nochmal hin, wo die anderen beiden sind. Die sind weiter vorne. Nehmen wir mal das da hinten zum Beispiel. Hatte ich schon mal irgendwas leuchten sehen? Gut, da war ich jetzt irgendwie zu langsam. Nee, das kriege ich nicht hin. Nun, irgendwo hier oben muss das Ding ja sein. Ich begebe mich hier mal lieber auf den Stein, da sehe ich das vielleicht besser. Also jetzt zu meiner Linken muss irgendwo was sich aufhalten. Okay, gut. Ich springe erstmal hier rüber zum Baumhaus. Ja gut, es wird wahrscheinlich kein Baumhaus sein, aber egal. Ah, da hinten haben wir doch schon mal was. Cool, 3 von 4. Und das war das weiter Entfernte. Natürlich. Natürlich treffe ich das weiter Entfernte. Ist ja logisch. Das Naheliegende zu treffen, das wäre auch zu naheliegend. Ja, da erfolgreich zu sein. Nee. Aber ich höre es hier. So. Ob die das auch mit dem iPhone steuern? So, fertig. Weg damit. Danke. Da haben wir das schon mal. Ein Hoppelhöschen. Hoppelhöschen, genau. Ein Hoppelhöschen. Also auf jeden Fall will ich erstmal wieder zurück. Um diese Mission als abgeschlossen da zu melden. Als nächstes erstmal hier lang. Danke. So, das haben wir soweit. So, und wenn wir das dann haben, gucken wir endlich weiter, hoffe ich zumindest. Wenn mir nicht noch eine andere Idee kommt. Ich glaube, ich habe alle erwischt. Das haben sie. Vielleicht schicken sie mehr, aber wenigstens bremsen wir die Schweine aus. Vielen Dank für die Hilfe. Jo, alter Hornbogen. Oh,
Was haben wir denn hier? Alternative Waffen. In jeder Waffenkategorie sind verschiedene Waffen verfügbar. Jede Waffe hat einzigartige Vor- und Nachteile sowie ein eigenes Aussehen. Manche verfügen sogar über exklusive Upgrade-Funktionen. Alternative Waffen können im Basislager, Basislagern über das Waffenmenü eingesehen werden. Okay. Wo ist das nächste Basislager? Wahrscheinlich erstmal irgendwo oben. Verdammt. Was haben wir denn hier noch? Bringen Sie Ressourcen zum zweiten Turm. Das heißt, ich muss ja hier auch nochmal irgendwo lang. Ach da. Ist das hier der zweite Turm? Dann machen wir das nämlich auch gleich. Natürlich. Was bringt nur diese Befestigung hier? Ich sehe nichts weiter, wo man hier was befestigen könnte. Aber das ist ja nun auch nicht weiter schlimm. So, also hier, Ressourcen zum zweiten Turm. Haben wir abgeschlossen. Sehr gut. Das heißt, ich muss dann wieder zurück nach oben. Schaut ganz so aus. Oh, immer dieses Hin- und Hergerenne hier. Nee. Nee, das war Herausforderungen. Gut, wir rennen erstmal wieder zurück. So. Kehren Sie zum ersten Wachturm zurück. Danke für die Aufforderung. Aber das ist genial gemacht hier, das Gebiet. Also das gefällt mir. Mal ein bisschen hier live und in Farbe. Naja, also es ist halt nicht nur dieses Weiß, was ich hier von diesem Lager da schon die ganze Zeit hatte. Also vom Sowjetlager, wo ja auch ein Gulag als Abschnitt da war. Boah, diese grafischen Details, man. Das ist ein Orgasmus für die Augen. Das muss man mal so sagen hier. Ja, das sage ich auch so. So, du entkommst mir leider wieder. Oh nee, das gibt's da nicht. So, bist du jetzt wenigstens verletzt? Nummer 1? Ey. Ey, das gibt's nicht. Hallo. Ach, verdammt, falsche Taste gedrückt. Egal. Ich krieg den Bogen ja hier wieder, also den Pfeil hier wieder raus. Dann hat man hier noch das Vieh. Ja, wie gesagt, fürs Leder braucht man das halt. Ist halt wichtig. Aber eigentlich sollte ich ja zum Camp, also da zum Turm zurückkehren. Warte mal, was war denn da noch drin? Da sehe ich doch auch noch etwas. Was ganz Wichtiges. Warum habe ich das noch nicht gesehen? Frage mich jedes Mal. Och nie. Hoch hier. Ja, dieses Och nie. Kennt er ja. Mein Markenzeichen mittlerweile. So, das ist wieder was zum Aufstemmen. Was haben wir jetzt bekommen? Repeater-Gewehr-Komponente. 3 von 4 und wir haben einen weiteren Fähigkeitspunkt. Ja gut, es lohnt sich dann wohl doch mal zum Basislager irgendwie zurückzukehren. Also, nichts wie rauf. Irgendwie. Wie komme ich hier rauf, ist die nächste Frage. Erstmal haben wir hier Pfeile, genau. Und wie kam ich jetzt hier rauf? Ich glaube hier rüber, ja, einfach hier lang. Gut, dann hat sich das schon geklärt. Man muss natürlich hier immer schon sehr fit sein. Wenn du da eine Verletzung hast, wie willst du da eigentlich raufkommen? Also mit den Leitern hat das Lara diesmal nicht so. Okay, ran. Ja, jetzt geht's auf einmal besser. Ne, ich kann da keinen Geschwindigkeitsunterschied feststellen, wenn ich die Sprinten-Taste drücke. Aber okay. Wir wollten ja jetzt hier das abgeben. Ja. Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er. Dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern, dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Na, wenn das mal kein Wink mit einem Zaunfall war, dann weiß ich auch nicht. Ich werde da nämlich mal hochklettern. Denn da wartet bestimmt was Interessantes auf uns. Blöd nur, dass man da extra jetzt ranspringen muss. Aber okay, sei es drum. Ah, seht ihr, da hängt nämlich auch noch was. Hallöchen! So, warte mal, das hier... Was ist denn? Worauf schießen Sie?
Darauf. Ich hoffe, Sie können mit dem Bogen umgehen. Natürlich kann ich das. Hier aber erstmal noch nach unten. Denn ich habe ja da was rumbaumeln sehen. So, hier ein bisschen Schwung nehmen. Wie jetzt? Dann probieren wir es eben von hier. Ey, wo hängt denn das Ding jetzt? Ach Gott. Hallo? Zielscheibe? Ich habe doch hier eine gesehen. Beim Hochklettern. Hier war doch eine. Natürlich, da ist sie. Ach, geht doch. Zumindest das ist schon mal erledigt. So, Herausforderung, das war das eine. Hier war Höhle. Ach so, Herausforderung, das andere. Was war das hier? Ach so, Kaninchen. Warum mir das eigentlich angezeigt wird? Mission verfügbar. Wieso ist das schon wieder eine Mission verfügbar? Nun. Gut, dass man mich so vorgewarnt hat, dass es hier so viel optionalen Kram gibt. Nee, ist schon gut. Nö. Ist schon in Ordnung. Ihr müsst es ja nur aushalten, da ich den ganzen optionalen Kram hier mache. Aber... Ach so, da kam ich dann schnell zum Turm rüber. Ja, ich habe schon verstanden. Wartet. Doch, das markiere ich mir. Denn ich will jetzt unbedingt wissen, was das für eine optionale Mission ist hier. Unbedingt. Da fährt nichts herum. Und auch nichts dran vorbei. So, wo war das? Was, wo? Nee, das ist doch hier. Mission verfügbar. Habe ich doch da markiert. Och nee. Jetzt kommt mir das Tier garantiert wieder. Sage ich doch. So, ich versuche dem lieben Tier den Weg abzuschneiden. Währenddessen trickst es mich aus. Ach, ja, okay. Kriege ich vielleicht auf dem PC besser hin. Darf ich mit Ihnen sprechen? Ja, klar. Was kann ich für Sie tun? Wir brauchen Nahrung und Obdach für die Kampfunfähigen. Aus gedörrtem Wildschwein und Pilzen machen wir Notrationen. Es schmeckt besser, als es klingt. Aber ich schaffe es wohl nicht genug zu sammeln. Wenn Sie ein Wildschwein finden und erlegen und auch die anderen Zutaten beschaffen könnten, hätten wir Nahrung für alle. Zumindest für einen weiteren Tag. Ja. Ja, natürlich. Ich warte hier. Und vielen Dank. Gut. 2 von 4 Pilzen gesammelt. Jetzt braucht man natürlich nur hier irgendwie Wildschweine. Überlebensversteck. Ich guck da mal hin. Ach, Herr Jemine. Komme ich denn hier ran? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich muss wahrscheinlich erstmal zur Brücke. Dann komme ich wahrscheinlich da auch rüber. Komm, lass uns mal hier lang. Ist es das Tier, was ich schon ausgeplündert habe? Ja, habe ich. Na gut, dann hilft es erstmal nichts. Ich könnte natürlich auch darüber springen. Ich möchte jetzt aber gerne mal die Brücke überqueren. So, Pilze brauche ich ja auch noch ein paar. Darf ich nur, dass ich noch welche finde. Dann... Optionales Herausforderungsgrab. Finden Sie den nahegelegenen Eingang auch schon wieder? Da drüben? After the storms are